Hallo und herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal zu einem Unboxing-Video. Herzlich willkommen, sage ich nochmal. Ich bin hier jetzt etwas kurz im Stehen unterwegs. Wir haben heute bekommen das PSA 1 extra für mein Rode-Mikrofon. Das heißt, ich habe dann faktisch schon Tischstativ. Schauen wir schon mal rein, was hier alles drin ist. Sieht etwas wüst aus, weil das so ein Amazon Warehouse-Deal ist. Also sprich, das war schon mal gebraucht. Ich finde es ja okay, dass man gebrauchte Sachen zurückschickt und nochmal nutzen kann. So. Ja, das war schon mal richtig unterwegs. Holen wir das Ganze mal raus. So, da ist der Halter, das ist der vom Tisch zum Festschrauben, super. Das dürfte bei mir dann auch passen. Ich weiß, ich bin etwas ungünstig unterwegs. So. Da müssten wir alles rausbekommen haben. Heute etwas gebückt, weil irgendwie habe ich hier keinen Platz, sodass alles drauf kommt. Ja, schauen wir mal. Ich baue dann das Teil mal ganz gemütlich in den Sitzen zusammen. Und dann sehen wir eben halt, was los ist. Hier alles schön super verpackt. Ich finde, das passt erst einmal. Und dann mache ich mal kurz einen Schnitt und es geht los mit dem Zusammenbau. Okay, ich habe es mir jetzt etwas bequem gemacht. Ich beginne dann gleich alles mal zusammenzubauen. Ich habe mir schon mein Rode NTSC-USB hingestellt mit meinem Kabel. Was ist drin? Erstmal, wie gesagt, der gesamte Arm. So, super gut verpackt. Ich lasse das mal so liegen, bis er ist. Dann ist das die Klemme zum Festschrauben an eurem Tisch. Hier drinnen ist noch der passende Adapter für euer Mikrofon dann verbaut, weil das benötigt ihr. Denn ihr werdet den Standfuß jetzt hier abschrauben. Wir machen das Ganze mal im Zeitraffer und ich bin gespannt, ob ich alles so hinbekomme, wie ich es brauche. Bis gleich. So, ich habe es jetzt geschafft. Das ist eine, wie soll ich sagen, etwas abenteuerliche Konstruktion. Aber es funktioniert. Warum will ich das unbedingt haben? Das ist ganz einfach. Ich kann sozusagen von jeder Ecke des Tisches dann einfach mir das Mikrofon, entschuldigt, dass ich das schnell mal wegmache, das Mikrofon halt zu mir ziehen, strecken, wie ich es haben will und dann eben halt kommentieren, was ich jetzt gerade nicht mache, weil ich das ja über Ansteckmikrofon kommentiere. Durch das Gewicht des Mikrofons ist dann hier alles richtig schön flexibel verstellbar. Ansonsten müsst ihr aufpassen, wenn ihr das auseinandernehmt, habt ihr ja gesehen, das springt erstmal voll auf. Und wenn ihr das ganze Teil unbedingt in den Tisch reinmachen wollt, ihr habt vielleicht zu Hause einen Holztisch, einen passenden, bohren, reinstecken, zusammen machen, fertig. Ich brauche es nicht. Ich würde es dann lieber flexibel haben. Hier könnte man dann vielleicht sogar auch zu zweit kommentieren. Kann man sich, glaube ich, hier oben noch einstellen. Ja, genau. So, wie man das haben will oder gerade halt. Es ist voll flexibel. Kommt dann vielleicht von hier oben oder so. Eindrehen. Das geht auch noch. Jetzt stört natürlich dann hier oben erst einmal der USB-Anschluss. Also ihr könnt das wirklich echt richtig schön flexibel machen. Ich denke mal, ist ein gutes Gimmick. Das Geld ist auch super gut investiert. Man muss das halt sich nur noch richtig festmachen, wie man es braucht und einstellen. Dann ist man hier extrem flexibel und kann dann schön kommentieren. Hauptsache, ihr habt das richtig schön fest am Tisch, nicht, dass es dann Abgang macht.
Also ich denke mir, für mich ein Kauftipp, ich kann dann auch die Spielmitschnitte vielleicht direkt mal machen, ohne dass das vielleicht in eine Kamera kommt oder bei irgendeinem Unboxing vielleicht doch nutzen, dass ich nicht immer mit einem Ansteckmikrofon rumrennen muss. Das wäre schon nicht schlecht, weil das Rode Mikrofon ja grundsätzlich ein viel besseres ist. Also das, wie heißt das, PSA1 ist meiner Meinung nach voll empfehlenswert. Wir haben so eine Länge bis zu 820, 840 mm gesamt. Und ihr seid wirklich 360 Grad drehbar. Das verschwindet jetzt hier mal, kommt dann wieder. Und er schlägt mich faktisch fast von hinten. Also nicht schlecht. Also ich denke mal, das ist eine gute Anschaffung, wer es sich gern holen möchte, für seinen Spieletisch zu moderieren, wie auch immer. Könnt ihr gerne machen, ich mache den Link unten rein. Von mir eine klare Kaufempfehlung. Also, viel Spaß mit diesem Teil. Ciao, euer Ulrich.